Hallo. In erster Linie gelobt sei Jesus Christus, unser Retter, der Einzige, der auf dem Kreuz gestorben ist, um uns alle vor unseren Sünden zu retten, damit wir ewiges Leben bekommen können. Ich mache heute dieses Video, weil ich euch von einer Vision erzählen möchte, dass ich heute Nacht bekommen habe von Jesus. In dieser Vision befand ich mich in einem Fernsehstudio. Und es war sowas wie ein Talkshow. Und ich konnte sehen, dass auf der Bühne zwei Politiker standen. Und einer von diesen zwei Politikern war Barack Obama. Der andere weiß ich nicht, wer das war. Also ich habe ihn gesehen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer das war. Und als ich zuhörte, wie Barack Obama sprach, konnte ich hören, dass er sagte, also diesen Satz ist in meinem Kopf geblieben. Er sagte, weil während dem Dritten Weltkrieg, und dann, also das war der Satz, er hat gesprochen und das war ein Satz, das er mitten in seine Rede gesprochen hat. Und diesen Satz ist mir sofort aufgefallen. Und als mir dieser Satz aufgefallen ist, bin ich auf die Bühne gegangen und hab ihn gefragt und ich fragte ihn, dann gibst du zu, dass bald der Dritte Weltkrieg losgehen wird. Und er hat keine Antwort gegeben. Dann habe ich nochmal gefragt. Ich meinte, ja, dann gibst du zu, dass du den Dritten Weltkrieg bald starten wirst. Und er guckte mich so an, als ob er sich ertappt gefühlt hätte. Als ob ich ihn bei irgendwas sehr Wichtiges ertappt hätte. Als ob ich sein großes Geheimnis gerade gelüftet hätte. Und ich weiß noch, dass ich dann fast auf die Knie gefallen bin vor ihm. Also während ich ihn gefragt habe, ob er vorher hätte, also ob er zugeben würde, dass er den Dritten Weltkrieg starten will. Als ich dabei war, ihn zu fragen, bin ich gelaufen in seine Richtung. Und dann bin ich angekommen vor seinem Stuhl, wo er gesessen hat. Und ich bin fast auf die Knie gefallen und habe meine Hände hochgehoben zum Himmel und sagte zu ihm, bitte geh zu Jesus Christus, nur er kann dich retten. Bitte geh zu Jesus Christus für die ewige Rettung. Er kann dir helfen und er ist der Einzige, der das alles ja stoppen kann. Das habe ich zu ihm gesagt. Aber während ich das sagte, er redete weiter. Also er machte weiter mit seiner Rede. Aber er wusste, er hat mich angesehen. Und er wusste ganz genau, was ich da zu ihm sage. Das hat er gewusst. Aber er hat weiter geredet. Dann habe ich ihn gesehen, als er aufgestanden ist von seinem Stuhl. Und er stand mitten auf der Bühne. Und viele andere Staatsoberhäupter kamen zu ihm, also sie haben sich zu ihm dazu gesellt und sie haben ihn begrüßt. Und ich weiß noch, dass ich sah auf der Bühne auch Silvio Berlusconi, der ehemalige Staatsoberhaupt Italiens. Und ich weiß noch, dass was mir aufgefallen ist, dass Berlusconi ganz in Schwarz angezogen war. Also, das ist mir aufgefallen. Er hatte einen schwarzen Anzug und ein schwarzes Hemd und eine schwarze Krawatte. Es war alles schwarz. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Berlusconi vor Barack Obama gelaufen ist, aber die beiden haben sich nicht begrüßt. Also alle anderen Staatsoberhäupter, die da kamen, sie kamen ja zu Barack Obama und sie haben ihn begrüßt. Aber zwischen Berlusconi und Barack Obama gab es keine Begrüßung. Und dann habe ich gesehen, wie diese relativ große Gruppe von Politikern durch das Studio gegangen ist, durch das Fernsehstudio. Und ich kann nicht sagen, also wo sie hingegangen sind. Ich weiß nur, dass sie alle zusammen waren und sie sind durch dieses Studio marschiert. Und dann weiß ich noch, dass in dieser Gruppe auch, ich habe auch die Frau von Obama gesehen.
Und sie hat Deutsch gesprochen. Sie unterhält sich mit Silvio Berlusconi. Das weiß ich noch. Und sie hat Deutsch gesprochen. Und ja, und das war's dann auch schon. Das war das, was ich gesehen habe. Und ja, so wie ich das interpretiere, also ich denke sowieso, dass schon sehr, sehr bald etwas Großes passieren wird, weil Jesus ist auf dem Weg. Und ja, und die Ereignisse, die überschlagen sich jetzt auch schon. Wir sehen ja jetzt auch gerade viele Unruhen auf dieser Welt, große Unruhen, und das wird auch nur noch schlimmer werden, leider, leider. Und ja, die Ereignisse überschlagen sich, und ja, ich denke, dass schon sehr, sehr bald Jesus auch kommen wird und seine Braut abholt. Und ja, und wahrscheinlich diese Vision war, ja, Gott wollte damit die Menschen warnen, dass, ja, dass dieses Ereignis vor der Tür steht. Also, ich weiß jetzt nicht, was da als erstes kommen wird, die Entrückung oder den Dritten Weltkrieg, so wie Obama das in diesem Fernsehstudio verkündet hat. Aber es ist auf jeden Fall etwas ganz, ganz Großes unterwegs. Das ist über die ganze Menschheit, dieses Ereignis. Ja, und deswegen fand ich das wichtig, das mit euch mitzuteilen. Also das euch mitzuteilen. Und ja, alle Ehre gebührt Jesus Christus, so wie immer, derjenige, der diese Ereignisse offenbart. Und ich möchte euch nochmal bitten, falls du jetzt gerade, der zuhört, falls du noch nicht mit Jesus bist, falls du noch nicht deine ganzen Sünden zu Jesus gebracht hast, dann bitte mache es jetzt. Mache es jetzt, weil die Zeit ist abgelaufen. Jesus kommt. Und wenn du errettet werden möchtest, wenn du ewiges Leben haben möchtest und ewige, ja, ewige Rettung, dann nimm Jesus jetzt an. Es ist höchste Zeit, die Stunde ist spät. Jesus kommt und er möchte keiner von seinen Kindern verlieren. Er möchte sie alle mitnehmen, alle. Und deswegen ist es wichtig, dass man Jesus in seinem Herzen lässt, dass man ihn um Verzeihung bittet für alle Sünden, die man getan hat, weil wir alle Sünder sind. Und nur seinem Blut, was er auf dem Kreuz verloren hat, macht uns gerecht. Und deswegen ist es wichtig, jetzt sich zu ihm zu bekehren und ja, bald, also sehr schnell auch. Und ich werde noch ein Gebet unter dem Video posten. Dieses Gebet könnt ihr aufsagen also wenn ihr gerettet werden wollt, dann könnt ihr dieses Gebet aufsagen mit eurem ganzen Herzen. Und Jesus wird euch sowieso zuhören. Und wenn ihr das mit dem ganzen Herzen macht, dann wird er euch auch retten. Er wird euch leiten und dann wird er euch retten. Also bitte. Ich liebe euch alle. Ich segne euch alle im Namen von Jesus Christus, dem Messias. Und nehmt Jesus an. Bitte, bitte. Und lasst euch retten. Er liebt euch alle so sehr. Er liebt uns alle so sehr. Gottes Segen. Amen.